Shopping Time. Willkommen zu einem neuen Vlog, ihr Lieben. Den letzten habe ich ja beendet. Der Jason sitzt gemütlich auf der Heizung, ist am Schlafen, Miami genauso, aber im Schlafzimmer. Jetzt sind wir nach Darmstadt, Weiterstadt gefahren zum Segmüller. Ja. Okay, meine Kamera ist gerade einfach ausgegangen, gestorben. Akku ist leer und ich habe meinen zweiten Akku zu Hause. Super, egal, ich filme mit der Kamera, mit dem Handy weiter. Hier ist gerade irgendwie Musik. Ah. Wow, was ein großer Aufzug. Hier passen einfach, keine Ahnung, 15 Personen rein. So. Und runter. Musik aus. Lias ist dick eingepackt, wir sind dick eingepackt, aber drinnen wird es gleich warm werden. Ja, ich habe ja schon gesagt, wir wollen nach einem Bett nochmal schauen und dann werden wir bestimmt, wenn wir keinen finden sollten, zu Manmobilia fahren und dort nochmal schauen. Aber wir wollen auch nochmal ein bisschen nach Geschirr und sowas gucken, einfach so ein paar Sachen, und wir haben ja heute frei und Zeit dafür, deswegen los geht die Shoppingtour. So, sind wir hier mal am Hochfahren. Und gucken nach einem Bett. Ein paar Polstermöbel haben wir uns jetzt schon angeschaut, also eine Couch und so weiter. Aber jetzt geht's mal an die Betten ran. So, mittlerweile bei XXL Manmobilia angekommen, bei uns in Frankfurt wieder. Und dort werden wir jetzt einmal die Küche kaufen und auch das Bett. Ich zeig's euch jetzt aber auch nochmal. Live bei dir? Also, this is what it's looking like. Okay. Ich glaube, das hatte ich ja schon gezeigt. Also das Teil gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist Nummer 2. Dann hier, richtig genial zum Aufmachen. Und das ist das hier gerade. Also Kopfteil Nummer 3 ist das, was gerade hier drauf ist. Dann gibt es so ein Kopfteil. Und ich würde gerne das hier haben, dieses simple, normale. Das finde ich nämlich richtig schön. Also Kopfteil Nummer 5. Joa, Diamond. Sieht echt schön aus, definitiv. I like it, I like it, I like it. So, hier das Bett jetzt nochmal. Wir haben uns das jetzt dafür entschieden, genauso wie es hier im Prinzip steht. Außer das Kopfteil ist dann halt praktisch die Nummer 5. Also ich bin verliebt, mir gefällt es auf jeden Fall. Und natürlich 2 auf 2 Meter, also das wird dann riesig sein. Ich liebe es, fühlt sich nämlich auch richtig schön an. Und momentan gibt es halt auch diese 30% bei Manmobilia. Und deswegen Schnäppchen in Anführungszeichen. So, wir sind hier gerade auch noch in der Küchenabteilung, weil ich suche ja auch nach neuen Tellern und die gefallen mir eigentlich ganz gut. Also ich wollte sowas Eckiges haben, aber auch nicht zu kantig, und unsere Küche ist auch von Novell und keine Ahnung, also die lachen uns jetzt gerade extrem an. Mal schauen, ob es die werden. Oh mein Gott, wir sind wieder zu Hause. Und? Um eine Küche und um ein Bett reicher. Oh Gott. Wir sind danach noch mal kurz in den Lidl gefahren. Wir wollten eigentlich zum Aldi einkaufen gehen und haben uns gedacht, hey, das HelloFresh-Rezept steht eigentlich mal wieder an. Haben wir schon lange nicht mehr gegessen und da braucht man ja immer diese speziellen Nudeln für. Und deswegen sind wir in den Lidl gefahren, um die zu holen. Und zwar sind das diese hier, einfach so grüne Spinat-Tagliatelle. So lecker. Und die gibt es halt wirklich nur im Lidl. Und deswegen sind wir jetzt dort einkaufen gegangen. Deswegen gibt es jetzt einmal einen kurzen Food Haul. Wir haben zweimal eben für dieses Gericht diese Nudeln mitgenommen, wo auch immer jetzt die zweite Packung ist. Aber die sind zweimal mitgekommen. Dann braucht man für dieses Gericht Creme Fraiche. Und da habe ich jetzt dreimal Creme Fraiche mitgenommen. Ich habe die letzten Male, glaube ich, immer 4 Stück benutzt. Das war ein bisschen zu viel, deswegen bin ich jetzt auf 3 runtergegangen. Dann haben wir zweimal Joghurt mitgenommen. Im Prinzip das gleiche, was ich auch beim Aldi immer hole. Das ist dieser Bananenjoghurt mit diesen Crispies an der Seite. Dann zweimal Porree. Das ist ja für eben dieses Gericht. Kommt er damit rein. Dann habe ich für mich einmal Eiweißbrot mitgenommen. Das hat mich sehr angelacht. Sieht nämlich sehr, sehr lecker aus. Dann mein Freund hat sich wieder sein normales dunkles Brot mitgenommen. Dann haben wir einmal Sahne zum Kochen mitgenommen. Dann das hier fand ich sehr interessant. Coconut White Duplo, Ferrero Duplo, irgendwie so eine Mischung. Wir mögen ja beide sehr gerne weiße Schokolade und das hat uns irgendwie angelacht. Gab es gerade irgendwie so im Angebot. Dann haben wir zweimal Uncle Ben's Reis mitgenommen. Den essen wir nicht so, den essen wir tatsächlich immer, wenn wir uns Wraps machen. Machen wir das mit dazu, weil wir das sehr, sehr lecker finden. So ein bisschen mexikanisch. Ich weiß nicht, warum ihr hier gerade so am Rutschen seid. Na, so geht's einigermaßen.
Dann, meine Soße ist leer gegangen. Wir hatten nämlich gestern erst wieder chinesisch bestellt. Und ich habe sowas immer gerne zu Hause, so eine Sweet Chili Soße. Und die ist leer gegangen, wie gesagt. Ich hatte auch so eine große Flasche. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich mache da auch immer sehr, sehr viel von drauf. Deswegen, die gab es jetzt auch gerade im Angebot für 1,29. Kann man echt nichts sagen für so eine große Flasche. Dann sind einmal wieder Magnum mitgekommen. Dann habe ich eine Melone. Hatte ich so Lust drauf. Ich hoffe, dass die gut ist. Dann einmal Kalbsleberwurst. Hier ist die zweite Packung der Nudeln. Dann haben wir für dieses Gericht und noch für ein anderes zweimal Hähnchenfiletstreifen mitgenommen. Dann einmal so Eierknöpfe und auch Gnocchis. Die hat der Lias nämlich sehr, sehr gerne gemocht letztens. Und ich möchte da mal so ein neues Gericht ausprobieren in der Pfanne mit Hähnchenfilet, eben das Ganze anzubraten und dann eine eigene Soße zu machen mit verschiedenen, also mit Tomate und Paprika und so weiter. Aber das haben wir alles noch da, deswegen habe ich davon nichts mitgenommen. Und dann halt eben diese Gnocchis mit dazu. Mal gucken. Ich will mich da einfach mal so ein bisschen rum experimentieren. Dann haben wir zweimal Soßen mitgenommen. Und zwar Tomate Basilikum. Und dann einmal geriebener Parmesan. Auch für das Gericht, was ich jetzt gleich mache. Dieses HelloFresh Rezept. Schmeckt nämlich sehr lecker. Darüber ein bisschen Parmesan. Dann haben wir hier so Müllbeutel mitgenommen. Und eine einzige Süßigkeit. Ach nee, mit dem zusammen sind es dann zwei Süßigkeiten. Hey, wir haben uns zurückgehalten. Einmal noch eine Packung. Das war's. Gar nicht so viel, weil wir haben eigentlich das meiste da, aber so ein paar Sachen, die leer gegangen sind, wie Brot und Co. Und ich würde sagen, ich mach mich jetzt mal direkt ran, das HelloFresh-Rezept zu kochen. Ich glaube, ich muss es euch nicht mehr großartig zeigen. Ich habe es schon so oft gezeigt. Also ich liebe es. Ich habe hier auch jede Menge Karten, die hier bei mir oben liegen, wo ich so meine Lieblingsgerichte mal rausgesucht hatte. Und die liegen hier alle rum. Ich liebe das und koche die halt immer mal wieder. Aber dadurch, dass ich euch die meisten Sachen halt immer schon jetzt mehrmals gezeigt habe, denke ich mir, vielleicht ist es sehr langweilig für euch. Keine Ahnung. Aber das Rezept habe ich euch jetzt wirklich schon 1 Million Mal gezeigt. Und das ist unser absolutes Lieblingsgericht. Und ja, ich verräume jetzt mal alles und dann fange ich mal an zu kochen. Übrigens, wir hatten uns gegen das Geschirr entschieden, weil ich hatte dann einfach mal so online ein bisschen geschaut, was es da so gibt, weil da für uns, die Teller haben uns zwar von der Form her gefallen, aber es war halt keine optimale Größe, weil wir müssen mindestens zwei Packungen, zwei Sets mitnehmen, weil so ein, da sind ja immer sechs Teller, sechs tiefe Teller, sechs große Teller und so weiter drin und das wäre halt zu wenig. Also wir müssen mindestens zweimal kaufen, eigentlich wahrscheinlich sogar dreimal. Deswegen versuche ich übers Internet eher ein größeres Set zu kaufen. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Amazon gesehen, dass es wirklich die Sets gibt, die auch genauso aussehen und halt in viel größeren Variationen, wo man dann wirklich größere Sets bestellen kann. Und es hat ja auch noch Zeit, deswegen, wir haben jetzt erstmal diese zwei Sachen Schnäppchen heute gemacht, Schatz, gell? Ja, ich koche mal los und dann essen wir erstmal eine Runde. Wir haben nämlich mittlerweile schon, wow, 16 Uhr, also ich leg mal los. Mmh, lecker, lecker, mit Parmesan noch oben drauf. Ich würde sagen, guten Appetit. Mmh. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal. Ja, wir haben Sonntag, später Nachmittag, Viertel nach fünf jetzt. Ja, wir waren jetzt unterwegs gewesen auf der Taufe. Habe ich euch ja schon gesagt, dass wir auf einer Taufe gewesen sind. Ich habe heute übrigens mal dieses Outfit angehabt, so einen weißen Kuschelpulli, der ist von Zara und auch diese Hose ist auch von Zara. Schmuck kennt ihr ja eigentlich, alles im Prinzip von Mein Punkt. Da habe ich hier auch eine Neuheit, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, und zwar diese, dieses Armband mit diesen ganzen Perlen drauf. Richtig, richtig schön, also mit diesen Kügelchen. Ich bin voll verliebt, ist der aktuelle Neuzugang. Und die Kette ist ja von Sofiel, das war ja dieses Glitzerherz mit dem
Familienbild hinten drauf. Richtig hübsch. Ja, der Elias ist jetzt so halb am Einschlafen. Ich mache ihm gerade eine Flasche hier fertig, weil der ist ziemlich fertig. Und ich mache mir gerade eine Badewanne, denn ich gehe jetzt erst einmal baden und lasse es mir erstmal gut gehen. Und dann gucke ich mal, ich habe so ein paar Sachen, die ich euch zeigen wollte, aber ich gucke mal, ob ich die euch später zeige oder vielleicht morgen. Mal gucken, aber jetzt erstmal abschminken, ausziehen in die Badewanne und gut gehen lassen. So, ich melde mich nochmal ganz kurz, gerade frisch aus der Badewanne. Ich sehe aus. Ich werde später noch... Guck mal, ob ich später oder morgen mache, meine Haare waschen. Meine Schwester hat den Dyson nur gerade drüben. Die wollte den noch vorbeibringen. Wir haben jetzt kurz vor 8. Die wird wahrscheinlich, geht meistens so, ich glaube um 8, um halb 8. 8, ich weiß gar nicht, wann sie Gassi geht. Aber da wird sie mir den Dyson bringen. Deswegen mal gucken, ob ich später noch meine Haare wasche oder vielleicht morgen. Keine Ahnung. Morgen ist so ein bisschen was geplant. Morgen sind mein Freund und ich, nämlich haben wir Jahrestag. Und wir werden abends essen gehen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Boah, ich sehe auch so total rot noch. Genau, wir werden essen gehen. Und Elias kommt zu meiner Schwester. Ich denke, das wird so gegen 6 wahrscheinlich erst sein. Gehen wir mexikanisch essen. Schon lange nicht mehr gemacht. Ja, dem Jason geht's übrigens... Ja, Lee, Achtung. Dem Jason geht's übrigens... richtig, richtig gut. Also der atmet ganz normal, der spielt, der isst, der macht, der tut. Also essen tut er noch nicht so hundertprozentig gut, aber er isst. Er haut zwar nicht so rein wie davor, aber er isst zumindest. Genau, und ich gehe doch nicht Dienstagabend zum Arzt wegen dem Herzen, was wir jetzt alles untersuchen werden, sondern schon morgen Mittag. Genau, die hat mich nämlich angerufen und haben gemeint, die können den Termin so spät abends am Dienstag nicht einhalten, weil ich hatte eigentlich um 7 Uhr abends einen Termin. Dann haben sie gefragt, ob Montag auch Mittag und so weiter gehen würde. Und das geht Gott sei Dank, weil mein Freund morgen den kompletten Tag frei hat. Extra für unseren Jahrestag. Deswegen werde ich dann nachmittags mit dem Jason hingehen. Und wenn ich zurückkomme, denke ich, dass wir uns dann losmachen zu unserem Dinner for Two. Genau. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, weil... Was denn jetzt? Mein Schatz... Ach, mein Freund macht gerade die Tür auf. Okay, meine Schwester ist gerade gekommen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich eine Einladungskarte, also die Hochzeitseinladungskarte, nochmal bestellt habe. Und zwar woanders, und zwar bei Ihre Kartenmacherei. Das kam hier in so einem Umschlag und dann hier in so einer richtig schönen Karte. Das sieht so genial aus. Hast du ernsthaft meinen Rucksack genommen? Nein, Moment. Durch den Regen, warum nimmst du nicht deinen Rucksack? Freshet. Also meine Schwester ist gerade gekommen, die bringt gerade den Dyson, aber die blödeln gerade noch rum. Also bei Kartenmacherei habe ich bestellt und es sieht einfach schon so viel besser aus. Und zwar ist hier einmal die Karte drinnen. So, einmal die Karte drinnen, die ich bestellt habe. Und die haben hier sogar alle Papier, nicht Formate, sondern wie die sich halt eben anfühlen, mit dazu gemacht. Also hier gibt es einmal das Fotopapier in Weiß, dann dieses Perlmut, das ist das, was ich bestellt habe. Dann gibt es Creme, Weiß mit so einer Struktur, dann nochmal ein anderes Creme in Glatt, aber matt. Und dann hier das normale, feine, weiße Papier. Also finde ich richtig genial, dass man genau auch weiß, okay, das und das und das Papier passt mir besser, wenn mir zum Beispiel das Design gefällt, aber irgendwie eine andere Papiersorte. Finde ich mega genial. Also die haben es richtig schön gemacht. Und das ist jetzt unsere... Musterkarte. Da stehen einmal unsere Namen drauf und das sieht dann aus wie so Sparkle. Und ja, ich habe es ja schon oft gesagt, Grau ist so unsere Lieblingsfarbe. Wir werden wahrscheinlich auch in Grau heiraten, also in so einem hellen, schönen Grau. Also mag ich sehr, sehr gerne. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist halt dieses Perlmutpapier. Sieht richtig, richtig gut aus. In der Innenseite, also innen ist es so, da kann ich euch jetzt nicht alles zeigen, aber da sieht es eben so aus. Dieses Perlmutpapier sieht man dann halt richtig. Richtig, richtig hübsch. Einmal ein Foto von uns beiden, auch wieder mit diesen gleichen Punkten drumherum wie vorne. Und hier oben steht dann, wir heiraten, dann unser Text und auf der Rückseite steht nochmal, dass um Antwort gebeten wird und dann auch nochmal so ein kleines Zitat aus. Ich kenne das tatsächlich nur von Sex in the City. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Finde ich richtig, richtig schön. Richtig schön. Ich liebe diesen, oder ja, diese paar Wörter sagen sehr, sehr, sehr viel aus. Die Karte gefällt uns richtig gut, weil die ist nicht too much.
Gieß gerade richtig, einfach nicht zu viel, nicht zu wenig. Mögen wir beide sehr, sehr gerne. Und ich denke, dass wir da nichts ändern werden. Auch dieses Perlmutt-Papier, das kostet halt, wie gesagt, mehr. Aber das macht es aus, gerade weil das hier wie so Sparkle drumherum aussieht. Und deswegen werden das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die Karten werden, die wir dann jetzt bestellen werden. Genau. Hallo, hallo, Jason. Sag mal hallo, hallo. Ich sehe einfach nur müde aus, aber mir geht's gut. Ja, ja, ja. Mir ist gerade noch was aufgefallen, das habe ich euch nämlich noch gar nicht gezeigt, deswegen habe ich es hier auch noch liegen. Habe ich vor sehr, sehr langer Zeit mittlerweile, das ist bestimmt schon mindestens ein, zwei Monate her, dass ich diesen Pulli oder diesen Hoodie bestellt habe. Miniboss. Fand ich irgendwie sehr passend für Lias. Richtig süß. Ich dachte ja, dass es so ein richtig dicker, dicker, dicker Pulli ist, aber der ist relativ dünn. Also den kann man wirklich auch im Frühling anziehen oder im Herbst, also wenn ihr da Interesse daran habt. Weil ich dachte wirklich so vom Bild her, das wäre jetzt so ein ganz, ganz dicker. Aber ich habe den ja extra schon Nummern größer bestellt, dass der dann auch passt. Richtig süß, hier jetzt auch nochmal so Täschchen an der Seite, kann ich euch gerne in die Infobox verlinken. In der Tüte war ja noch ein Matchbox-Auto drin gewesen. Ja, 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 hat sie doch gesagt. Oh Mann. Meine Haut fühlt sich so gut an gerade. So eine schöne so eine schöne Gesichtsmaske einwirken lassen. So bestimmt für eine halbe Stunde, das hat so gut getan. Und jetzt schön eingeölt. Ich hatte letztens vor ein paar Tagen eine Abendroutine auf Insta-Stories abgedreht. Ich habe es auch in die Highlights, in die Beauty-Highlights gespeichert, wenn es euch interessiert. Habe ich es gespeichert? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall meine aktuelle Abend-Beauty-Routine, wenn ich mich abschminke und welche Produkte ich gerade benutze und so weiter, habe ich mal reingeschrieben, weil meine Haut momentan an gewissen Stellen extrem trocken ist, gerade so im Kinnbereich und neben der Nase. Und da benutze ich nämlich momentan das Face Oil wieder. Der will unbedingt reingucken ins Display. Das Face Oil benutze ich gerade wieder und das ist richtig gut. Deswegen, meine Haut glänzt zwar gerade ein bisschen, aber hey, egal. Ja, gestern habe ich mich auch gar nicht bei euch gemeldet. Wir waren nämlich eigentlich so relativ den ganzen Tag. Wo waren wir gestern? Schon wieder vergessen, gell? Ja. Mit der Kura. Ach, warte, wo waren wir gestern? Warte. Sag mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab gerade überlegt. Von wem haben wir uns verabschiedet, die jetzt auswandert? Ach so, bei meiner Bekannten waren wir gewesen. Bei deiner Bekannten. Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen. Ich überlege darauf, wo waren wir gestern? Ja, wir waren bei einer sehr engen Bekannten. Das ist aber keine Familienangehörige, gell? Doch. Eigentlich. Ja, im Prinzip. Ja, doch, schon? Okay. Egal, die kennt sich auf jeden Fall von Geburt an. Auf jeden Fall, die wandert nämlich aus, weil sie ihren Traummann oder ihr Verlobter... Wo sind die jetzt eigentlich? In Schweden, gell? Ja. Richtig genial. Also, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr werden die heiraten und vielleicht kriegen wir es ja hin, dabei zu sein in Schweden. Das wäre auch nicht verkehrt. Ich war noch nie in Schweden. Das ist bestimmt ein richtig schönes Land. Joa, mal sehen. Auf jeden Fall waren wir da tatsächlich so relativ den ganzen Tag so gewesen. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir abends gemacht haben. Eigentlich gar nichts mehr. Wir sind ja relativ spät gekommen und dann haben wir uns hier fertig gemacht. Der Lias ist relativ direkt eingeschlafen und wir sind auch direkt wirklich... Ich glaube, die Zancho 15-Filme haben nicht mal begonnen und wir sind direkt eingepennt. Also ja, es waren auch ein paar stressige Tage die letzten Tage. Auch gerade mit dem Jason und so weiter. Ein bisschen, ja, habt ihr ja mitbekommen. Jo, also morgen Mittag, der Jason kriegt jetzt nochmal eine Spritze und morgen früh nochmal eine Spritze. Ich habe ihm jetzt immer morgens und abends eine gegeben und dann werden wir mal schauen, was die morgen herausfinden, was denn da jetzt die Ursache letzten Endes ist und wie wir die behandeln können, ob wir die behandeln können und so weiter. Das wird sich ja alles morgen rausstellen, deswegen, ja, wir werden mal sehen. Wir hoffen, dass alles gut ausgeht auf irgendeine Art und Weise und ja. Genau, ja, deswegen hatte ich mich gestern auch gar nicht mehr bei euch gemeldet, weil einfach nichts passiert ist. Wie gesagt, wir waren eigentlich nur bei den Verwandten gewesen, sonst ist nichts passiert. Boah, ich denke die ganze Zeit schon, ich muss die Kamera in die Hand nehmen und irgendwas erzählen, weil mir ständig was eingefallen ist und dann jetzt vergesse ich es ständig. Ich wollte den Pulli unbedingt zeigen, die Karte und was war denn noch? Dass wir gestern da waren, heute wie gesagt auf der Taufe.
mir schon wieder. Ich habe momentan wie so ein Sieb füllt sich mein Hirn an. So overloaded und alles andere fällt raus. Oh mein Gott. Egal. Wenn noch irgendwas Wichtiges ist, werde ich mir das mal in mein Handy notieren. Oh mein Gott. Bist du mit dem Punkt auf der Nase rumgelaufen? Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Hat dein Freund dir nichts gesagt? Ich hatte die schwarze Maske von Hello Body nämlich vorhin drauf. Diese Detox-Maske, die ist wirklich richtig, richtig gut und die ist halt so komplett dunkel. Mein Freund hat mir vorhin einen Kuss gegeben und hat hier so einen kleinen Punkt auf der Nase gehabt und jetzt ist er damit rumgelaufen. Ey, Schatz. Aber gut, es ist dunkel draußen, es wird keiner mehr gemerkt haben. Vielleicht, wahrscheinlich, I don't know. Wo hast du den Dyson hingestellt? Ich? Ja, du? Dyson. Von Mike hat doch den Dyson gebracht. Wo hast du den jetzt hingelegt? Auf dem Flur. Ach, okay. Glaube ich. Ich überlege gerade, soll ich jetzt oder morgen meine Haare machen? Ja, weil morgen werden die dann frisch. Jetzt schlafe ich dann drauf und dann sind die wieder verknickert. Was? Probleme muss man haben, gell? Aber ich gehe jetzt als erstes mal runter, bevor jetzt, weil wir haben jetzt 7:55. Versuchen jetzt den Lias nochmal hinzulegen. Gerade der lag nämlich schon und dann hat er sich trotzdem wieder gemeldet. Ich gehe jetzt als erstes nochmal runter in den Keller. Ich muss die Wäsche nämlich nochmal anmachen und nicht die Wäsche nochmal anmachen, sondern den Trockner nochmal anmachen. So rum. Oh mein Gott. Ihr Lieben, ich höre auf zu quatschen. Wir hören und sehen uns einfach morgen wieder. Ich muss mal gucken, was ich euch morgen so zeigen kann. Auf jeden Fall werde ich euch berichten, was mit Jason rausgekommen ist und ja, mal gucken. Also, genau, dann sehen wir uns. Nee, dann hören wir uns. Und sehen wir uns morgen wieder. Oh mein Gott, sorry. Schon so halb am Schlafen. Ich kann schon gar nicht mehr quatschen. Also ihr Lieben, bis morgen.